wissen, wer ich bin. Wer hat mich totgesagt und kein Blick in die Ferne nimmt? Sie wollen alle Ikonen über die Berge bringen, dann lasst uns gerne schauen, wer den Gipfel bitte zuerst erklimmt. Ich kenn die Snitches, ich kenn die Bitches, ich kenn Verräter. Mich auf einer Stufe mit euch zu stellen, war der letzte Fehler. Sie wollen mich steuern mit Mitteln, dann lasst uns rennen, Carrera. Trotzdem sitz ich dann bald doch lässig im fetten Avondale. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dieses Mal auch wieder eingeschaltet habt zu Icon 5. Bevor wir jetzt reinstarten in die Episode, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir ein paar sehr wichtige Änderungen getroffen haben im Zusammenspiel mit der Community. Die erste Woche von Icon 5 ist offiziell beendet und ihr habt es uns klar und deutlich gesagt, ihr möchtet die Jury gerne mehr sehen. Deswegen wird ab jetzt die Jury ihre Reaction auf jede einzelne Performance der Künstler am Ende abgeben. Ich möchte euch aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass das nur eine Reaction ist und die jeweilige Entscheidung, welchen Künstler die Jury weiter in die nächste Runde haben will, seht ihr dann am Anfang der jeweils nächsten Episode. Und der zweite Punkt, den ich auf jeden Fall klarstellen möchte, ist, dass wir uns alle Künstler, die jetzt durch die Community oder Jury eliminiert werden, ganz am Ende von Runde 1 nochmal ein klares Bild machen werden. Das heißt, wir schauen uns alle Künstler an, schauen uns wirklich an, ob alle Künstler, die eliminiert wurden, zu Recht eliminiert worden sind oder ob da eventuell doch noch der ein oder andere bei ist, der Potenzial für die nächste Runde hat. Davon abgesehen wird es am Ende von Runde 1 wahrscheinlich noch eine kleine Zwischenrunde geben, wo alle Künstler, die eventuell noch Potenzial für Runde 2 haben, wieder ins Studio kommen für eine Cypher oder eine kleine Zwischenchallenge, um zu sehen, ob die Eliminierung gerechtfertigt war. Und dann kommen wir auch direkt zu der Eliminierung von Episode 4. In der letzten Episode haben wir euch Sheffy, Meadow, Hasuna, Finesca und Kalis 030 vorgestellt. Ihr habt euch dafür entschlossen, dass ein Künstler weiter in die zweite Runde kommt und es ist kein anderer als Hasuna Badaway. Laufe durch die Gasse, Schmuck von Cartier, steig in meinem Cadillac, uns darf keiner sehen. Jemand verzeih uns für die Tat, sag mal nicht, Papa hat uns damals mit dem Gürtel gefickt. Herzlichen Glückwunsch, Hasuna, wir sehen uns in der zweiten Runde von Icon 5. Und jetzt kommen wir direkt zur Juryentscheidung. Wir sind aktuell bei der vierten Folge von Icon 5 und heute müssen wir uns wieder für einen Künstler entscheiden, den wir retten werden. Richtig. Bei welchem Künstler seid ihr euch sicher, dass er es definitiv nicht in die zweite Runde schaffen wird? Ich muss anfangen bei Meadow. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, weil in der Bewerbung hat er wirklich sehr, sehr überzeugt und ich denke, es war auch irgendwo eine falsche Songauswahl und daher bin ich der Meinung, dass er der Erste ist, der es nicht schaffen wird. Sheffy ist der Künstler, wo ich denke, die Melodien waren gut, aber ich finde, das ist noch nicht ganz rund. Deswegen bin ich der Meinung, Sheffy ist für die nächste Runde ausgeschieden. Bei beiden Entscheidungen bin ich voll bei euch und ich stimme euch da auch voll zu. Dann müssen wir uns jetzt noch entscheiden zwischen zwei Künstlern. Der eine wäre Kalis und der andere wäre Fonesca. Ich fange mal an. Bei Fonesca, muss ich sagen, habe ich sehr viel Potenzial gesehen, vor allem in der Hook. Das war auch mal was Neues in dem Contest und hat für frischen Wind gesorgt. War jetzt nicht die beste Leistung, vor allem sind ein paar Wörter wirklich untergegangen in der Performance. Aber ich fand trotzdem, das hat sehr viel Potenzial. Ja, ich finde, der Vibe ist halt extrem cool. Afro-Trap machst du nie was falsch und ist auch in Deutschland, vor allem auf dem deutschen Markt, noch nicht so stark vertreten. Daher könnte sich das in eine coole Richtung entwickeln. Wiederum denke ich mir, wie wird es ab Runde 2 in einer Gruppenkonstellation? Werden sich die Künstler auf den anpassen können? Wird er sich auf die Künstler anpassen können? Das ist auch die andere Frage jetzt. Ja, bei Fonesca finde ich halt, die Performance war halt nicht sauber. Er war sehr heiser, das hat man auch sehr stark gehört. Das, was er macht, finde ich interessant, das Afro-Trap. Ich bin auch gespannt, wie das in der zweiten Runde wird, mit den Kombinationen der Künstler, welche Form und welche Art er präsentieren wird. Bei Kalis, Technik, er ist ja Straßenrapper. Ich finde, für das Straßenrapper hat er das schon ziemlich gut gemacht. Er hat auch eine coole Stimme, muss ich sagen. Es wird halt für mich auch ein bisschen schwierig, steht da ein bisschen an der Kippe. Ich schließe mich da komplett an. Ich finde auch Kalis aufgrund seiner roughen und harten Stimme einfach, das hat Wiedererkennungswert. Aber
also in der Kategorie brandneu, muss ich sagen, hat mich das noch nicht gecatcht und ist jetzt auch nicht das Neueste vom Neuesten. Ich denke, wir drei sind uns einig genug, um unsere Entscheidung eintippen zu können. Seid ihr bereit? Dann tippen wir jetzt unsere Entscheidung ein. Xandro registriert. BZ registriert. Die Juryentscheidung war diesmal wieder einstimmig. Wir machen es kurz und knapp. Und der Künstler, den ihr in der zweiten Runde wiedersehen werdet, ist Fiesca Finessa. Fiesca Finessa. Fiesca Finessa. Fiesca Finessa. Herzlichen Glückwunsch, Finesca. Ich freue mich auch, dich wieder in der nächsten Runde zu sehen. Damit ist alles Wichtige gesagt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode. Okay Leute, ganz schnell, wir müssen ein Vorstellungsvideo für Icon drehen, damit uns alle ein bisschen besser kennenlernt. Wo kommen wir her? Wir kommen aus Münster City! Wir haben uns, glaube ich, vor 2-3 Jahren das erste Mal so richtig begegnet. Und da ging es gar nicht so viel um Musik tatsächlich, sondern eigentlich nur um das Zwischenmenschliche, weil er bis heute eigentlich der Junge ist, der mir am engsten nahesteht. So. Deswegen hat sich das mit Musik dann eigentlich einfach so irgendwann ergeben. Zusammengefasst, er hat mich ein bisschen an die Hand genommen. Wir haben das Ding ein bisschen professioneller genommen, einfach professioneller gesehen, sind in Studios gegangen, haben Musikvideos gedreht, Geld reingesteckt, dies und das zusammen durchgezogen. Und seitdem sind wir beide ein Duo, auch im Leben, in Musik, alles. Zieh durch. Bestimmt fragt sich der eine oder andere, was Face-to-Face ist. Das ist ein Label, das ist unser Label. So, Alan ist der Kopf davon. Du musst halt auch wissen, wir beide sind keine dummen Leute. Wir haben neben Musik auch natürlich andere Standbeine. So generell auch an jedem Künstler, der es gerade einfach sieht, so macht was aus eurem Leben, weil Musik kommt davon alleine. Das sind unsere Ziele bei Icon. Ganz klar die Eins, da darf auch gar kein anderes Ziel sein. Von uns werdet ihr noch sehr, sehr viel hören und seid gespannt auf die Buchrunde. Übrigens, wir wohnen ja Kategorie Underdog, ne? Ich finde, für uns beide gibt es keine bessere Kategorie, weil als Underdog werden wir einfach zeigen, dass wir die größten Dogs sind. Yo, yo, yo. Was geht ab, Leute? Was geht, Ala Masal hier. Face to face. Alan und Masari, was ein süßes Duett. Da habt ihr euch wohl nicht alleine getraut, oder? Tag Team, Bruder, Tag Team, was erwartest du von uns? Tag Team, das fühlt sich für mich wie Angst an. Bruder, wir haben Angst vor Gott. Masari, du hast bei Icon für auf der Bühne versagt. Und jetzt wagst du es, sich wiederzukommen. Was machst du dieses Mal anders? Bruder, wir haben in diesem einen Jahr sehr viel Erfahrung gesammelt, hier und da gewesen. Mach dir keine Sorgen. Wir machen das schon. Und dann bringst du mir so einen No-Name wie Alan mit. Cousin, nach Eike bin ich kein No-Name mehr. Warte ab. Alan, sag mal, wieso trittst du heute mit so einem gescheiterten Künstler auf? Er ist mein Bruder und weil er mein Bruder ist, stehe ich hinter ihm. Ob er scheitert, ob er nicht scheitert, ist mir scheißegal. Er ist mein Bruder und deswegen geben wir Gas zusammen. Und deswegen lass uns jetzt anfangen und überzeugen dich jetzt selber. Na dann, viel Glück. Sorry, Anna. Mama sagt, du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder, komm mit auf der Straße, lern zu fliegen. Wir haben zu wenig Options. Demons, Mama sagt, du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder, komm mit auf der Straße, lern zu fliegen. Sorry, Alan, ja, ja, ja. Demons in meinem Kopf, Demons in meinem Mind. Demons in meinem Blog, Demons in meinem Grind. Mein Bruder sagt zu mir, lass Sorgen, Sorgen sein. Lass mich grinden, denn nur so mach ich meine Sorgen frei. Demons in meinem Kopf, Demons in meinem Mind. Parallel höre ich meine Mutter in ihrem Zimmer weint. Sehne mich nach Frieden in meinem Leben, doch ich finde keinen. Teufel redet und ich lass mich wieder auf die Stimme ein. Mich wie im Gefängnis, in Ketten eingesperrt. FTF holt mich hier raus, lief dem Sterben hinterher. Alan sagt mir, gib nicht auf, weil er weiß, ich mein das ernst. Mit Musik nehm ich's in Kauf, dass ich nie wieder mehr glaub. Dass der Winter friert, lass alles jetzt Revue passieren. Letzte Jahre war ich broke, ob der Teufel mich doch holt, ist die Frage von dem Zeitgefühl. Demons, Mama
Mama sagt, du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder kommt mit auf der Straße, lernt zu fliegen. Wir haben zu wenig Options. Mama sagt, du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder kommt mit auf der Straße, lernt zu fliegen. Wir haben zu wenig Option, zu wenig Option. Laternen gehen an hier um Mitternacht und hören auf zu schimmern, wenn die Sonne lacht. Engel will mich schossen aus dem Gitterschacht. Kämpf mit Kraft, doch es kostet Macht. In Gottes Hand liegt die Zukunft meiner Träume. Nimm den Notausgang, wenn es heißt, ihr seid nur Freunde. Richtung Boulevard, will nur Audemars. Meine Mutter sah alles, aber keine Reue. So gesehen hab. Hört nicht auf, hört nicht auf. Sorry Mama, wir sind Täter. Doch wir lernen nicht raus, lernen nicht raus. Sorry Mama, ich komm später. Und da schwör ich drauf. Heb auf Ton unsere Gläser. Und der Juice geraucht. Demet. Mama sagt, du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder kommt mit auf der Straße, lernt zu fliegen. Wir haben zu wenig Options. Mama sagt, du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder kommt mit auf der Straße, lernt zu fliegen. Wir haben zu wenig Option, zu wenig Option. For the 8, wisst Bescheid. Masari, Alan, face to face. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Cousins. Check it out, ne? Tak, tak, tak. Willkommen, Künstler. Du hast 30 Sekunden. Erstmal, was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Danke für alle, die gerade im Live sind, für uns voten. Leute, was soll ich euch sagen? Ich war letztes Jahr da, ihr kennt mich vielleicht schon. Mein Bruder Alan, Maschine. Wir haben uns in diesem einen Jahr, wo ich letztes Mal hier war, so viel weiterentwickelt. Wir waren hier, da, haben verschiedene Studios probiert, aus unseren eigenen Taschen rein investiert, weil das unser Traum ist, weil wir das mit Leidenschaft machen, mit Herz. Und deswegen, wir haben noch viele Solo-Singles. Natürlich habt ihr uns im Duo gesehen gerade. Wir haben noch viele Solo-Singles, viele einzelne Dinger, wenn ihr das hören wollt, votet für uns. Macht Welle, wir sehen uns weiter. Ich liebe euch. Face to face. Bei Alan und Masari, was ich ziemlich interessant finde und sehr gut finde, ist, die Stimmenfarben unterscheiden sich sehr, aber die passen gut. Bei Alan finde ich halt sehr gut dieses Kratzige. Das macht das irgendwie aus, das bringt so diese Emotion rein. Und bei Masari genau, der hat es ein bisschen cleanere, aber diese Verbindung zwischen beiden mit den Melodien und die Abwechslung, wie die das geplant haben, fand ich schon ziemlich stark. Finde ich auch total gut, vor allem komplett Gegenteil von der Stimmlage her. Bei Masari hat man so das Gefühl, sehr wehleidig, so der tut einem leid, wenn er anfängt zu singen. Und dann kommt Alan rein und dann kriegst du irgendwie so einen Powerschub. Finde ich total super, die Kombination und auch wie die sich das aufgeteilt haben, haben die gut gemacht. Die Gefühle und Emotionen sind sogar bis hier angekommen, obwohl wir nicht mal live dabei waren. Ich glaube, wenn wir live davor sitzen würden, dann wird BZ wieder gucken, als wenn er kacken müsste. Tschüss. Oder? Salam Leute, ich heiße D-Lad, bin 20 Jahre alt und ich mache Rap seitdem ich 16 bin. Es hat alles angefangen eigentlich mit dem Dr. Dre Album The Chronic 2001. Auf eine Insel, auf eine einsame Insel gehen würde, würde ich das Album auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde, glaube ich, Get Rich auch noch dazu zählen. 2001 waren so die ersten Berührungspunkte. Ich habe mich bei Elking beworben, jetzt Top 100. Ich bin sehr dankbar für die Chance. Die Kamera gucken und Augen öffnen. Nach rechts drehen. Eigentlich bin ich eher so der Typ, der in seinen Texten mehr rappt. Ich will sehr viele Leute mit meiner Musik auf jeden Fall erreichen. Ich habe was sehr Geiles vorbereitet. Ich hoffe, das gefällt den Zuschauern. Ja, man, ich will auf jeden Fall durchziehen. Und ich hab Bock. Hallo, Dina. Hi, was geht? Willkommen bei Icon 5. Was geht ab? Danke, dass ich eingeladen wurde. Ich hab dich nicht eingeladen, das ist die Schuld der Jury. Ja. Ich würde niemals jemanden wie dich einladen. Okay, danke. Dein Outfit sieht aus wie vom Flohmarkt. Damit beeindruckst du höchstens den Jobcenter, Berater. Mach ich vielleicht, wenn das hier nicht klappt. Hört sich eher passend an. Dealer, du siehst aus wie jeder zweite Rapper. Was ist an dir besonders? Ich würde von mir selber behaupten, mein Rap-Style, Themen, die ich behandle in meinen Texten und ja. Dann viel Glück. Dankeschön. God got that for me, I know God got.
God plan for me. For me. Ay. God got a plan for me. I understand. Ay. These mortal ends. Pray. Ey, ich wollte Liebe, doch es war nicht schlecht als Scheidungskind. War den Tränen nah, doch wusste, was ich will. Komm in das Rap-Game rein, mach es smooth criminal. Will dein, wo ich sein will, in der Hoffnung, dass mein Hunger stillt. Ich rap, um mein Leben zu retten. Für Pinky Rings, Bling Bling und Box springen Betten. Renn die Scheiße wie Leo bei Inception. Mach die Träume wahr, seh es als ein Road to Gold. Egal wie schlecht es gerade läuft, ich weiß, der Herr hat einen Plan für mich. Ich häng in der Trap und vergess nicht, wer ich bin. Laufe protzig durch die Gegend, nenn mich Big Meech. Nein, ich end nicht so wie Pac, weil mich mein Schutzengel liebt. Zu allererst muss ich ein paar Lines loswerden. Wenn's so weiterläuft, werd ich verdammt früh sterben. Sie zogen mich aus dem Wagen raus, bedrohten mich mit Messern. 12 Stunden später dann folgt euer Kampf. Das Geld war in den Socken, ihr kleinen Wichser kriegt mich niemals. Alarmstufe rot, aller Steven Seagal. Ich muss schnell reich werden, weil ich Mama abends weine. Big L, so ist das Leben als ein Underdog. Duftwolke, Tom Ford, Solly Blanc. Lauf ich einmal raus, riecht der ganze Flur voll. Will so viel erreichen, weil nicht Liebe, sondern Schmerz hat mich aufgebaut. Deshalb schreib ich's auf, ha, nenn das God's Plan. Nichts hier im Blocke ist normal. Philipp Lein, keine Tasche von Goya. Ich kann keinen trauen. Ich will hoch hinaus zu dir. Seele verschwimmt, du holst mich mit deinem Wind zu dir. Ich bin so weit weg von dir. Hey, ich hoffe, du hast es vorgesehen. Will den siebten Himmel und die Sonne sehen. Aber lieber Gott, sag mir den Preis. Vertrau nur in dich und sonst kein. Ich weiß, du bist da und vergisst mich nie. Denn alles, was ich weiß, you got a plan for me. Ich hab bereits so viel von uns verspielt. Doch ich hoffe, you got a plan for me. Der Kuro riecht nach Ombre Nomad. Icon 5, ich hol mir endlich meine Lorbeeren ab. Komm nicht drum rum, hör nur das, was die Stimme in mir sagt. Dein Grund, wieso ich Designer statt H&M trag. Die Zeiten waren hart, doch ich geb niemals nach. Werde gehen als ein Niemand, doch bin geboren als ein Star. Ich glaub, ich bin gesegnet, flow göttlich. Doch die Taten bringen mich straight in die Hölle. Ich schätze, das ist ein God's Plan. For me. Ein Block ist normal. Philipp Klein, keine Tasche von Goya. Ich kann keinen Traum. Ich will hoch hinaus. Seele verschwimmt, du holst mich mit deinem Wind zu dir. Hey, du holst mich mit deinem Wind zu dir. B153er. Aywa. Ja, die Seele verschwimmt. Willkommen, Künstler. Du hast 30 Sekunden. Ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein sehr facettenreicher Künstler bin. Wenn man die Bewerbungsrunde und diese Runde sich anhört, merkt man den Unterschied. Das sind einfach zwei verschiedene Songs und ich kann das meinetwegen die ganze Zeit so weiter durchziehen. Man wird jedes Mal was anderes von mir hören und ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr für mich stimmt. Falls euch diese Runde gefallen hat. Ich danke jedem, der zuguckt. Also Jungs, bei Dilair muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Leider. Ich hatte in seiner Bewerbung wirklich Potenzial gesehen. Ja. Ich hatte auch einen Ohrwurm durch seine Bewerbung, muss ich sagen. Schade, wirklich sehr, sehr schade. Aber ich muss sagen, er hat eine interessante Stimme. Ne? Aber in der Hook hatte ich das Gefühl, ein bisschen nuschelig das ein oder andere Wort. Dadurch hat er es ein bisschen verschluckt. Aber das reicht für mich definitiv nicht. Bei Dilair finde ich die Stimmfarbe auch interessant. Es hat was Amerikanisches, ne? Dieses Piepige so. Ja. Ich sehe die Schwachstellen bei ihm in den Höhentönen noch. Die finde ich noch nicht ganz sauber. Und an sich, ich weiß halt noch nicht. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten an der Lyrik. Ich glaube, die Geschichte, die er verpackt hat, war noch nicht ganz verständlich, was er mir damit so zeigen wollte. 100%. Zwischenzeitlich hatte ich auch das Gefühl, dass der die Geschichten, die der erzählt hat, nicht zu Ende geführt hat und schon direkt das Nächste angefangen hat. Also inhaltlich war da wirklich noch nicht viel. Und ich finde auch, ein Künstler wie Dilair muss mit so einer Stimme mehr auf Melodien gehen als auf so Rap-Parts. Also als es Richtung Hook ging, hast du viel mehr zugehört und viel lieber zugehört als bei den Rap-Parts. Hast du eher abgeschaltet. Also das war auch, glaube ich, eine falsche Songauswahl bei ihm. Ja, und ich fand es auch nicht so authentisch, um ehrlich zu sein. Gerade bei dieser Story, wo du gerade drauf hin wolltest. Ich fand, das kam nicht authentisch bei ihm rüber. Und das wird wahrscheinlich nicht reichen für den guten Dilair. Mhm.
Was geht, liebe Eiken-5-Familie? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Meine Wenigkeit, Fassi 119. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Wuppertal, NRW, Düsseldorf, da die Ecke, wenn Wuppertal eigentlich nichts sagt. Ja, ich war letztes Jahr bei Eiken 4 schon dabei, bin leider knapp an der Top 30 vorbeigerasselt. Aber so ist das nun in meinem Leben. Nicht alles klappt aus erster Hand. Ich studiere nebenbei. Neben dem Studium arbeite ich. Deswegen holt mich raus aus der Arbeit. Holt mich raus aus dem Studium. Lasst uns mit Musik ein bisschen Spaß haben. Ich hoffe, meine Melodien werden euch gefallen. Texte, die ich habe auch. Ich bin kein typischer Sänger, kein typischer Rapper. Ich bin eine Mischung aus beiden, aber eher Tendenz zum Gesang. Das werdet ihr schon merken. Und ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Hallo, Buffett. Was geht? Alles gut? Schon wieder ein erfolgloser Künstler von Icon 4. Knapp daneben war es leider, aber dieses Jahr hole ich mir meinen Hack. Knapp daneben, ja. Wann lernt ihr endlich euren Platz in dieser Welt? Ich finde den jetzt dieses Jahr. Ich bin nicht umsonst hier. Was wird denn dieses Jahr anders? Die Schiene wurde ein bisschen verändert. Man hat an sich gearbeitet ein ganzes Jahr lang und hat daraus gelernt aus den Fehlern. Facet, ich sag dir die harte Wahrheit. Du gehörst hier nicht her. Das werden wir gleich Nur sehen. Nur wenige sind dazu bestimmt, Stars zu werden. Alle anderen leben dauerhaft in ihren Schatten. Also ich sehe, glaube ich, schon besser aus als die Hälfte von denen. Und jetzt zeige ich, was ich auf jeden Fall drauf habe. Dann viel Glück. Brief, kein Liebeslied. Weiß ich, wie mir grad geschieht, Mama, Baby. Viele Lichter, ja, sie blenden in den Augen. Joint in meiner Hand, sag, werd ich nie jetzt rauchen. Kopf benebelt wegen Risiko. Dein Ziel, nie mein Ziel, Bruder, ticken groß. Ware verpackt in einem Renault Clio. Zieh wie Zeit in Anja, sie finden wieder, du musst es gehen. Bitte versteh, diese Odyssee hat dein Hände gefunden. Du gehst einen Weg, jetzt ohne mich. Kann das nicht ertragen, wenn dir irgendwas passiert. Hast viel zu viele Tage wegen mir geweint. Sex auf dem Backseat, ja, ja, nur mit diesem Blick, wenn ich sie anfass, sie ist so crazy. Ja, ja, sie ist direkt verliebt, oh Baby. Ja, 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 sie will es auf dem Backseat. Schau dir, ist eine Bad Bitch. Ja, das Leben schickt so bitter Papillen, denn ich hatte nie eine Wahl zu wählen. Zwischen Leben und Tod, heute der Engel, die sehen. Sag mir nicht, dass du mich liebst, Baby. Deine Liebe war nicht wie Baby. Ja, ich wollte nie die Fake Love, nein. Du meintest, dass du bleibst, auch wenn ich nichts hab. Leute wollen erst mit dir sein, wenn du Wasser reißt. Alles sieht sich wieder nur um Padamani. Sollte ich mal gehen, ist mein letzter Wunsch, die Rose haben mein Grab. Bitte wein nicht um mich, denn ich hab euch nie gefehlt. Ertränk ich die Seele mit Gin, niemals verliere ich mein Gesicht. Sex auf dem Backseat, ja, ja, nur mit diesem Blick, wenn ich sie anfass, sie ist so crazy. Ja, ja, sie ist direkt verliebt, oh Baby. Ja, 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 sie will es auf dem Backseat. Schau, die ist deine Bad Bitch auf dem Backseat. Willkommen, Künstler. Du hast 30 Sekunden. Was geht, Leute? Mein Name ist Fassé. Einige kennen mich aus der letzten Staffel. Ich hoffe, euch geht's gut. Warum ich dabei sein will? Letztes Jahr ist knapp daneben gegangen. Dieses Jahr will ich zu 100% alles geben. Ich habe ein ganzes Jahr an mir gearbeitet, habe Texte geschrieben, Melodien gesammelt und will einfach den Leuten da draußen zeigen, dass ich das Zeug habe, weiterzukommen. Bis ins Finale, vor die Live-Shows, in die nächste Runde. Und der Weg beginnt jetzt hier und ich hoffe, ihr seid alle auf meinem Weg dabei. Mehr habe ich nichts zu sagen und ich hoffe, die Show hat euch gefallen. Deine Antwort wurde registriert. Dein Schicksal hängt jetzt in den Händen der Zuschauer. Ich finde, der Facet sieht wirklich aus wie ein Star. Er verkauft sich ganz, ganz gut und auch eine gute Stimmkontrolle hat er. Nur mir hat zwischenzeitlich
diese Höhe gefehlt, wo der wirklich mit der Stimme in die Höhe schießt. Also wirklich richtig in die Höhe geht, das hat mir gefehlt. Also das hat sich wirklich sehr monoton irgendwann angehört. Ja, ist so ein 50-50-Ding für mich. Ich finde seine Stimme sehr interessant. Er hat eine angenehme Stimme, finde ich. Aber für das Genre, beziehungsweise in dem Genre, das er bedient, haben wir auch schon Künstler da, die ich für meinen Geschmack wesentlich interessanter und besser fand, von der Leistung her. Ich finde, Facet hat eine gute Stimme. Er weiß, wie er die einsetzen kann. Ich verstehe deinen Punkt. Es klang nach einer Zeit sehr monoton. Ich finde auch die Passage, wo er anfängt, schnell zu singen, ein bisschen hektisch. Ich finde das immer noch interessanter, wenn er die Pausen lässt und er so zwischen den Pausen noch ein bisschen Luft lässt, den Beat hören und dann wieder reinkommt, finde ich interessant. Er hat auf jeden Fall was, er hat einen Punkt, der hat mich auf jeden Fall irgendwo schon mitgenommen, aber ich bin mir da noch nicht 100% sicher. Herzlich willkommen zu meinem Vorstellungsvideo. Ich bin Race. Ich bin Rapper, kein YouTuber. Ich will eigentlich alles über die Musik transportieren. Ich habe angefangen mit 11 Jahren, mittlerweile sind das 10 Jahre. Warum ich angefangen habe, ist eine harte Geschichte. Die werde ich früher oder später sicher auch in der Musik erwähnen. Mittlerweile bin ich 21. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Instalent. 1-2 Jahre her wurde ich der 2. Platz. Warum ich Musik mache, ist einfach, weil ich muss. Ich habe gar keine Wahl. Ich kann nicht ohne Musik, keine Chance. Aber warum ich es dann noch veröffentliche und rausbringe, ist, weil so viel Scheiße erzählt wird. Ganz ehrlich, dass wenigstens einer dieser ganzen Vorbilder von den Kindern denen sagt, dass es nicht so geil ist, Gefängnis zu landen oder Drogen zu nehmen. Und dass dich weniger glücklich macht, geile Kleider zu haben, dafür deine Mutter nicht zu sehen. Und dass es dich glücklicher macht, gute Leute um dich herum zu haben, als ein fettes Haus zu haben. Das ist so meine Kernaussage der Musik. Das zweite Hauptthema ist, dass ich jeden Rapper ficke. Das gehört natürlich auch dazu. Ich habe mir gedacht, wir nehmen euch heute mit auf einen Ausflug. So, wir sind jetzt angekommen. Wir werden heute auf jeden Fall ein paar Deutschrapper besuchen. Immer wo wir sind. Hier hätten wir noch ein Exemplar von einem Deutschrapper. Der rappt besser als 90% der Deutschrapper. Safe. Eine Studio-Session von deutschen Rappern. 3 Ghostwriter, vielleicht ein Rapper, der auf seine Texte wartet. Wie ihr seht, sehr spannend das Ganze. Um das noch schön abzuschließen, wünsche ich euch sehr viel Spaß bei meiner ersten Runde. Ich bin gespannt, wie die Runde euch gefallen wird und was ihr davon haltet. Auf jeden Fall ein sehr krasser Schritt nach vorne zur Bewerbung. Das wird so immer weitergehen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Aber komm, lass uns das hier mal beenden und wieder mit der Musik sprechen. Let's go. Race, du bist doch der eine von Instalent. Ja. 2. Platz. Da hat's wohl nicht ganz gereicht. Und jetzt denkst du, dass du hier besser abschneidest. Warum? Ich hatte 2 Jahre Zeit, um besser zu werden. Du wirst sehen, was der Unterschied wird. Ist es mir zu Ohren gekommen, dass das Resultat von Instalent manipuliert wurde? Doch für mich hört sich das eher an, als ob du einen Sündenbock für dein eigenes Versagen suchst. Ich hab das nicht gesagt. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Viel Glück. Dankeschön. Warte mal, der hat doch nicht schon angefangen. Ich hör Rap nur auf TikTok. Ja, dann hast du keinen Plan, du sparst. Instalent hat schon gezeigt, ich ficke Rap, die Strophe reicht. Ich bin echt, fick die Trends. Runde 1, hab erst angefangen. Aber alle Rapper zittern langsam. Dieses Mal ist Race dabei, das heißt, Icon wird bisschen anders. Meine Fans vor den Bildschirmen, ja, sie grinsen schon. Denn sie wissen, was mit euch passiert, wenn ich perform. Bevor ihr sagt, dass ich kein Image hab, tut es mir leid, denn ich sag euch selbst, dass ich kein Image hab. Nein, ich bin kein Dealer, bin kein Junkie, war nie drin im Knast. Ich bin Race, Dicker, ja, das reicht, dass ich euch ficken kann. Sie wollen mich anders. Cover, weil sie meine Zeile nicht bei Gucci finden und man mich nicht für die Parts bezahlen kann. Zick auf dein Ballermander, treffen die Parts schon krasser. Aber die Hunde, sie machen auf Gangster und wundern sich dann, warum sie Gangster an ihrem Hals haben. Ha! Lade nach wie der Beat und schieß alle ab mit nem Lied. Du fragst, was ist denn hier passiert? Guck, das Massaker kommt von mir. Punchlines dicker und sie treffen wie Holyfield. Sei dein Angstschweiß Pisser und du brennst so wie Kobe Beef. Live Performance dicker, ja, da hast du keine Chance. Sie nennt sich Jab, aber verschwinden in der Masse mit ihren Songs. Frontal Knie, so wie Ong Bak, Ong Gar. Lass uns starten, das war erst das Warm-up. So. Eingewärmt sind wir jetzt. Dann können wir ja jetzt alles ficken. Haha, let's go! No.
keine Platte Gold. Er macht doch so krasse Songs und die meisten sind viel schlechter, dennoch in die Charts gekommen. Warte Bro, weiß nicht wie ich den Grund anders sagen soll. Weil diese Szene ist ein Rattenloch. Big Boy Business, sag wer fickt euch bitte, dass ihr deutschen Rap senden müsst für paar TikTok-Filme. Drohungen, sie ficken mich, sollte ich einmal groß werden. Bitte kommt, irgendwann werde ich sowieso sterben. Der Einzige, der Rap nicht fickt, nur für seinen Erfolg. Ihr macht das alles für Business, ihr habt einen Stolz. Doch glaub mir, endet das Blitzlicht, dass nur einer kommt. Und zwar der Teufel und nimmt dich für deine Songs. Sie rappen vom Dealen, wenn euch nichts auszeichnet, fängt ihr an Gangster zu spielen. Texte sind real, war nie stechen mit G's. Denn ich hatte in der Kindheit schon genug Gewalt gesehen, aber Rap macht den Peace. Oh. Fick die Hook, ich habe viel zu viel zu sagen. Rapper haben gute Lines im Kopf, sie ziehen zu viele Nasen. Hasse Rapper dicker und vor allem die mit Erfolg. Machen Stories nur auf Insta, nicht mehr in den Rap-Songs. Ich bin talentiert und das auch im Fiat. Brauche keinen Lambo, um krasse Parts abzuliefern. Fick auf Fame und fick auf Geld, für mich zählt Loyalität. Wenn ich einen Weg anfange, werde ich ihn auch zu Ende gehen. Kein mittendrin, kein links, rechts, mit nem Diss, du bist weg. Ich höre Stimmen klingen, das ist Rap. Sie sind in nem Film, denn nichts ist really a fake Rap. Das hier fühlt sich an wie Riese gegen Insekt. Fick deinen Insta-Trend, denn du kippst nach paar Silben weg. Bin ich im Element, glaub mir, sind alle Stifte leer. Bewerbung war der erste Gang und das hier ist der zweite. Frag dich, was passiert, wenn ich das Finale erreiche. Ihr zahlt für Rücken, ihr zahlt für Klicks, ihr zahlt für Texte, selbst macht ihr nix. Was ist das? Parts sind Gift, ich mach sie bis ihr damit sich in Star-Stories im Grab drin ist. Oh. Was da abgeht, man, ich weiß es nicht. Rapper kommen zu einer One-Take-Runde mit Deadlifts und sagen, dass es nicht peinlich ist. Bleibe die Einzelnen bis, sie wollen mich killen, aber kriegen es live nicht hin. Tut mir leid, Texte schreiben ist mein Instinkt. Ich brauch noch immer keine Hook, ich hab was zu erzählen. Reden mir von Ehre, aber Geld für Klicks ausgeben. Alle Platten Gold, aber haben keinen Stolz. Alles für die Songs, ich mach das nicht für Erfolg. Alles nur noch Pussys, deshalb rappe ich wie früher meiner Mom versprochen. Ich häng nicht mit Enkeltrickbetrügern. Krass, du hast Brücken, wer will abdrücken? Denn nach einer Punchline sind die Hände an Brücken. Oh. Wartet, wartet. Lass uns das Ganze noch schön abschließen. Bevor die Leute dann sagen, der kann keine Hooks machen. Anscheinend bin ich der Einzige, der so ein Autotune kann. Let's go. Na, na, na. Ey, ey, na, na, na. Ey, ey, na, na, na. Ey, ey, na, na, na. Ja, sie wollen meine Karten sehen. Es tut mir leid, weil dass ich ihn zeige. Ich weiß es nicht angenehm. Ja, denn ich teile jedes Detail. Du kannst meine Gage nehmen. Aber ich bleibe immer die Eins. Dicker, das ist Qualität. Warte jetzt. Ja, sie wollen meine Karten sehen. Es tut mir leid, weil dass ich ihn zeige. Ich weiß es nicht angenehm. Ja, denn ich teile jedes Detail. Du kannst meine Gage nehmen. Aber ich bleibe immer die Eins. Dicker, das ist Qualität. Warte jetzt. Ey, ich unterbrech dich direkt. Du denkst dir jetzt. Der hat vorhin gesagt, der macht nicht solche Tracks. Deutsche Rapper, dicker, so ne Schwänze. Vollidioten haben euch tot geblendet, dass ihr nicht mal auf den Text schaut. Gib Gas, ich nehm Tracks auf. Ich hab nichts von LV, dafür Killerflows. Die weghauen, sorgen hab ich viel, doch nabben halt die Musik. Keiner von denen könnte verstehen, was hier geschieht. Hab mir Schläge von meinem Vater bekommen und so auf der Street. Also hab mal deine Fresse, wenn ich schieß. Was kleiner, ich hab Punchlines da. Ja, dein Part macht dich angreifbar. Mach weiter, bis ich an meinem Grab steh. Mach das nach, aber schafft keiner. Wollen meine Karten sehen. Es tut mir leid, weil dass ich ihn zeig. Ich weiß es nicht angehen. Ja, denn ich teile jedes Detail. Du kannst meine Gage nehmen. Aber ich bleibe immer die Eins. Dicker, das ist Qualität. Warte jetzt. Ja, sie wollen meine Karten sehen. Es tut mir leid, weil dass ich ihn zeige. Ich weiß es nicht angenehm. Ja, denn ich teile jedes Detail. Du kannst meine Gage nehmen. Aber ich bleibe immer die Eins. Dicker, das ist Qualität. Warte jetzt. Ey. Yes. Willkommen, Künstler. Du hast 30 Sekunden. Danke, ey, aber du vergisst, wer vor dir steht. 10 Jahre Rap ist hierhin was wie eine Odyssee. Harter Weg, aber nichts haltet mich weg von den Songs. Du hast zwar Goldplatten, du hast zwar Sportwagen, aber fällt dein Name in meinen Text, kriegst du Storkstarre. Aber 10.000 Ghostwriter können dir da nicht weiterhelfen. Schlechter Rap in den Charts, normal wie Kleider wechseln. Das war der zweite Gang, hab grad erst angefangen. Ich bin der letzte Funke, Hoffnung für Deutschrap. Du glaubst mir nicht, das, dann guck die nächste Runde. Bei Race, was ich sagen kann, ist, der ist ein bisschen unberechenbar. Der zeigt ein bisschen von allem. Ich finde, der macht auch sehr clean Double Time. Der kann eine gute Luftkontrolle auf jeden Fall, gute Limes, gut auf den Beat gebracht. Mit dem Gesang merkt man auf jeden Fall, da ist ein bisschen Schwierigkeiten noch drin. Das ist vielleicht nicht seins.
Den einzigen Schwerpunkt, den ich sehe, ist, Race muss halt auch gucken, in den nächsten Runden sollte er es schaffen, wofür entscheidet er sich, welche Richtung mache ich. Ja, es ist natürlich ziemlich interessant zu zeigen, was du kannst. Im Endeffekt musst du auch dann gucken, dass du eine Linie fährst, und damit die Künstler oder auch die Zuschauer wissen, so, ah, okay, das ist seine Stilrichtung. Und da muss er auf jeden Fall gucken, dass das nicht auf Dauer monoton klingt. Ich finde auch, für den Contest könnte der Race irgendwo auch interessant werden, weil ich glaube, der ist so ein schlagfertiger Künstler, weil allein auch, wie er das sofort mit dem Image angesprochen hat, nachdem du es einmal erwähnt hattest. Ich glaube, wenn zwischen den Runden irgendwas passieren sollte, dann ist in der nächsten Runde direkt was absehbar, glaube ich, bei Race. Er ist für Überraschungen, glaube ich, gut. Also ich muss sagen, von Race habe ich eigentlich genau das bekommen, was ich auch von ihm erwartet habe. Es war eine gute Leistung, wie du gerade schon gesagt hast. Bei dem Melodischen und so weiter habe ich eher seinen Schwachpunkt gesehen. Ich fand seine Rap-Parts deutlich stärker, braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Double Time war clean, damit holt man mich natürlich immer ab, das wissen die inzwischen, die Leute. Double Time feiere ich übertrieben, vor allem, wenn man es geil kann. Und ich habe natürlich auch direkt meine Antwort bekommen. Ich hatte letztes Mal bei Race in der Reaction gesagt, ihm fehlt es an Image. Und er sagt jetzt hier, ihr braucht mir nicht sagen, dass es mir an Image fehlt, denn ich weiß, dass ich kein Image habe. Irgendwie sowas hat er ja gesagt. Danke auf jeden Fall für die Antwort, mein Bester. Trotzdem musst du an deinem Image arbeiten, das ist wichtig. Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Naseh. Ich bin mittlerweile 22 Jahre alt, bin aufgewachsen in Wien, im 21. Bezirk. Hier wurde ich auch groß, sei es sowohl mit meiner Familie als auch mit meinen Jungs, in der Marco Polo Siedlung. Schöne Grüße geht raus an jeden. Seit meinem 15. Lebensjahr mache ich Musik und ich lebe auch für Musik. Und in der Musikbranche bin ich tätig seit maximal 2 bis 3 Jahren ungefähr. Ich habe damals angefangen zu recorden in einem Homestudio bei einem alten Bekannten, was mich täglich sehr, sehr gepusht hat, um Musik weiterzuführen und hart damit zu arbeiten. Natürlich bin ich ein leidenschaftlicher Musiker, hatte auch viele Downphasen in meinem Leben, aber trotzdem habe ich immer meinen Kopf oben gehalten und immer weitergemacht bis heute. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe viele Schicksalsschläge erlitten, als ich 2 Jahre alt war. Haben sich meine Eltern getrennt. Und das ist noch immer so ein Moment in meinem Leben, der mich bis heute sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und meine Mutter hat mich halt großgezogen, alleine. Und ohne sie wüsste ich bis heute nicht, wo ich wäre. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Mein Alltag verläuft öfters mit den Jungs draußen, wo wir uns ein paar Beats picken und Melodien draufkicken auf locker, wie immer. Und heute sitze ich bei PMC's Block im Studio, der mir diese Chance ermöglicht hat, meinen Traum zu verwirklichen und immer 100% hinter mir stand beim Recorden, und dafür bin ich dir sehr dankbar. Liebe Grüße geht auch raus an das ganze NDVDL-Team, die hinter der Kamera stehen und mich auch bis heute immer supportet haben. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich danke Mate, ich danke Icon dafür, für die große Chance. Wir sehen uns in Gladbach und ja, wir sehen uns in der Buchrunde. Macht es gut, haut rein, euer Naseh. Was geht ab, Leute, was geht ab? Du siehst ein bisschen müde aus. Hast du nicht gut geschlafen? Was für müde, Moruk. Heute, ich werde abreißen. Ich habe gehört, die Jury hat sich bei dir gestritten. Sie waren nicht sicher, ob du das Zeug für Icon hast. Ihr werdet alle sehen heute, was ich drauf habe. Ich werde es euch allen zeigen. Ich bin nicht überzeugt. Machen wir schon. Schau einfach zu. Dann wirst du sehen. Gib dein Bestes. Viel Glück. Mach ich. Gebt euch das Ding. Nase. Ue. Nase. Icon 5. Ey, Seven Night mit der Rolli kam. Hab Menschen verloren, ja, im Covid-Wahn. Stand in mein Leben da ohne Plan. Check, fick auf freies Etikette, ich zahl alles bar. Mache 16er Bass und ich liefer Gefahr. Du hast Blut ja geleckt, ich hab Rap-DNA. Bring den Scheiß in die Booth, ja, mach's mir nach. Ey, wir sind bald ja angesehener als das Kathedral in London. Und wir fahren bei Nacht, ja, durch Gasometer vom Studio, ja, zu Icon. Geht das Konto auf Minusgrad, und kann ich Packs in den Eiern bei Minusgrad. Hau ein Sattlerpaket weg, mach noch ein Gramm Fit, Parabellum, Waller Vollautomatik. GPS-Analyse, wenn sie uns tracken. Scheiben getönt, ja, bei Nacht hier im Phantom. Gegend verseucht und die Hälfte am Strecken, Lampen in Ketten. Ey,
Und ich geb die Flasche Dompe, ja, bis heute ist alles safe. Und ich drück den Wagen auf Race, ja, bis Luxus-Apartments geht's. Designer Streets in LA, One-Way-Ticket, alles okay. Yeah. Ich mach die Nacht zum Tag, auf alles was war, sag ich jetzt au revoir. Mein Bruder packt ab, ich treff mich mit meinen Jungs, ja, bei Nacht im BP. Und Träume werden wahr, ja, im Audi TT. Mach die Nacht zum Tag, auf alles was war, sag ich jetzt au revoir. Mein Bruder packt ab, ich treff mich mit meinen Jungs, ja, bei Nacht im BP. Und Träume werden wahr, ja. Auf Blaulicht geb ich Fick, denn ich rede nicht. Ampel rot, den Blick kickt doch Nebellicht. Vor acht gibt den Kick, doch ich segne mich immer nach dir und die Taten, die waren. Drück Bleifuß aufs Porsche-Pedal, Bremsspuren schwarz, so wie Tränen aus Kajal. Catch my boo, voice nur digital. Take 9 Klick, kein Beweismaterial. Ab die 9er Griff bereit, unterm Ledersitz. Machst du Geld, dann verlierst du Übersicht. Start betrügerisch, Packets konsumieren, Finanzamt fütter ich. Ey, denn die Sinne betäubt, die Gier von dem Rauschgift. Blaulicht ist von der Hut, ja, die Aussicht doch nicht. Wenn du mich siehst, ja, beim Auftritt, nimm das Ganze hier auf mich, ey. Und ich geb die Flasche Dompe, ja, bis heute ist alles safe. Und ich drück den Wagen auf Race, ja, bis Luxus-Apartments geht's. Designer Streets in LA, One-Way-Ticket, alles okay. Yeah. Ich mach die Nacht zum Tag, auf alles was war, sag ich jetzt au revoir. Mein Bruder packt ab, ich treff mich mit meinen Jungs, ja, bei Nacht im BP. Und Träume werden wahr, ja, im Audi TT. Mach die Nacht auf alles was war, sag ich jetzt au revoir. Mein Bruder packt ab, ich treff mich mit meinen Jungs, ja, bei Nacht im BP. Und Träume werden wahr, ja, im Audi TT, yeah. Im Audi TT, yeah. Im Audi TT. Ey, wa, check it up, go wa. Willkommen, Künstler. Du hast 30 Sekunden. Jo Leute, was geht ab? Ich danke euch, dass ihr im Live seid, dass ihr mich gewotet habt. Ich mach das alles für meine Jungs, für meine Familie, für meine Mutter auch natürlich. Und seit Icon 4 träume ich schon davon, hier zu stehen. Und heute bin ich hier. Icon 5. Wir werden alles abreißen, wenn ich in die nächsten Runden weiterkomme. Und ja, was soll ich noch sagen? Macht euch keinen Kopf. Nase ist hier. Wir sehen uns inshallah in den nächsten Runden. Und dann werden wir alles zerfetzen. Das ist nur für euch. Haut rein und schöne Grüße geht an ihn raus und sehr viel Liebe. Küsse euer Herz. Also bei Nase muss ich sagen, die Lyrik hat mich jetzt nicht so abgeholt. Vor allem ganz am Anfang hat er was gesagt. Im ersten Part war das. Hab Leute verloren im Covid-Wahn. Ja. Hab ich nicht so ganz verstanden. Ja, ich auch nicht. Und auch diese Line mit Minusgrade und Minusgrade, ja. das hat man jetzt schon so oft gehört. Wir wussten schon, wir haben schon hier gesagt, der wird jetzt Minusgrade wieder sein. Ja. So, das war schon vorhersehbar. Ja. Den Flow bei Nase finde ich aber schon, der war eigentlich ordentlich auf dem Beat. Ja. Die Reimstruktur war wirklich nicht lyrisch, war wirklich nicht so gut, muss ich sagen. Aber der hat eine interessante Stimmfarbe in der Hook gehabt. Ja. Die kann er auf jeden Fall noch ausarbeiten. Aber ob es für die nächste Runde reicht, da bin ich mir nicht sicher. Zwischenzeitlich auch gegen Anfang hatte ich das Gefühl, dass er ein paar Wörter verschluckt hat. Also das kam nicht so ganz clean rüber und auch nicht bei uns so an. Aber wie du auch schon erwähnt hast, muss ich sagen, Richtung Hook und Pre-Hook fand ich ihn wiederum sehr interessant. Mhm. Ja. Also ist auch wieder so ein 50-50-Kandidat. Interessanter auch als in den Rap-Parts, ne? Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das war's wieder für die heutige Episode von Icon 5. Vergesst nicht, für euren Lieblingskünstler in den Kommentaren mit Hashtag Künstlername abzustimmen. Die offizielle Entscheidung der Jury und der Zuschauer erfahrt ihr dann am Anfang der nächsten Episode.